Also eine Spezialität bei uns im Restaurant ist einfach ein Hamburger Pannfisch mal mit Pep, also mit Tahiti Vanillesalz, schönen Röstkartoffeln und einfach eine schöne Dijon-Senfsoße dazu. Und ja, da brauchen wir hier erstmal ein paar leckere Bratkartoffeln. So, und jetzt schöne, einfach festkochende Kartoffeln, einmal schön in die Pfanne. Wir machen jetzt mal eine schnelle Dijon-Senfsoße. Einfach ein bisschen Sahne in den Topf. Bisschen Fischfond. Und körnigen Dijon-Senf. Das je nach Geschmack, ich mag es auch mal, wenn es ein bisschen kleine Schärfe hat. Nehmen den Lachs. Schöne Tranche, brauchen wir nur würzen mit. Man kann Zitrone nehmen, ich nehme immer Lemon-Myrte. Das ist ein Kraut aus Australien. Hat so ein bisschen Zitronengrasartiges. Und den können wir schon mal hier. Ich mache es auf dem Grill. Aber kann man genauso gut in der Pfanne machen. Eine Seite melieren, damit es schön kross wird. Also bei den Bratkartoffeln ist es wichtig, dass man die erst zum Schluss würzt, weil sonst werden die einfach nicht knusprig. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Und hier beim Lachs immer aufpassen, dass er nicht zu durch wird, sondern ein bisschen glasig bleibt eigentlich. Aber das muss jeder selbst entscheiden, wie er es an diesem mag. Dann zum Schluss ein bisschen mit Speisestärke, ein bisschen eigentlich mit Wein oder Wasser angerührt. Das hat die schnelle Art, eine Soße zu binden. Und dann einfach ein ganz klein bisschen, muss man vorsichtig reingehen. Und dann muss die Soße einfach nur einmal ein bisschen Salz noch. So, und zum Schluss nachher noch ein paar schöne Lauchzwiebeln da rein. Also ich bin kein Freund von Speck oder so. Dadurch wird es einfach ein bisschen frisch und knackig und grün und dann vom Herd nehmen und dann können wir schon anrichten. So, und zum Schluss haben wir mit Tahiti Vanillesalz gewürzt. Das ist der besondere Kick und ich würde mich freuen, euch mal in meinem Wohnzimmer begrüßen zu dürfen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de